Der Deutsche Bundestag hat heute in einer Sondersitzung genau diese Frage beraten, die das Land umtreibt, seitdem Großbritannien ihren Austritt per Referendum beschlossen hatte. Und wir haben eins deutlich gemacht, dass es keine Zeit gibt für Großbritannien-Bashing. Es geht nicht darum, die Briten zu ermahnen, ob sie nun schnellstmöglich einen Antrag auf Austritt stellen oder wie sie diesen Prozess gestalten wollen. Aber wir lassen auf der anderen Seite auch keinen Zweifel daran, dass es keine Rosinenpickerei geben darf. Es kann nicht so sein, dass es eine europäische Mitgliedschaft light gibt, in der deutlich wird, man kann nur Rechte und Vorteile, aber eben keine Verpflichtungen haben. Das muss Großbritannien klar sein und wir brauchen auch wirklich in absehbarer Zeit eine wirkliche Leitlinie für die Frage, wie die Wirtschaft in Europa weiter funktionieren soll. Es hängen Tausende von Arbeitsplätzen davon ab, nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Deutschland.